Es füllt sich schon langsam, aber wir haben noch eine Minute. Wir warten noch bis 15 nach, damit wir pünktlich dann starten können. Aber schön, dass der Raum sich schon gut füllt. Ja, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Achim Spiller. Mit Gesa Busch zusammen habe ich das diesjährige agrarökonomische Seminar organisiert und wir haben unseren zweiten Referenten heute zu Gast. Freuen uns sehr, Professor Alfons Bahlmann begrüßen zu dürfen vom JAMO-Institut in Halle. Wir haben heute, glaube ich, wieder einen extrem spannenden Vortrag, nachdem wir in der letzten Woche ja schon sehr schöne Diskussionen hatten mit David Wippe, geht es heute um das Thema Large-Scale-Agriculture. Was wissen wir eigentlich darüber? Und Professor Bahlmann ist, kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, der Experte auf diesem Gebiet, beschäftigt sich also schon sehr lange am JAMO, ein Institut in Halle, was einen Osteuropa-Transformationsschwerpunkt hat. Und da ist es ja naheliegend, dass man sich intensiv eben mit der Landwirtschaft in Osteuropa beschäftigt. Und Sie alle wissen wahrscheinlich, dass wir dort in einer Reihe von Ländern zum Teil sehr polarisierte, aber eben auch sehr großbetriebliche Strukturen haben, also Betriebsgrößen. Wir sehen ja schon in Deutschland erhebliche Unterschiede zwischen Ost und West und Süd und Nord. Aber insbesondere sehen wir die auch in Europa. Und Alfons Bahlmann hat sich damit intensiv auseinandergesetzt, aber auch mit großbetrieblicher Landwirtschaft in anderen Regionen der Welt, meinetwegen in Südamerika. Professor Bahlmann ist seit Oktober 2002 Direktor am IAMO und Leiter der Abteilung Strukturwandel. Er hat bei uns in Göttingen Agrarökonomie studiert und hat dort auch promoviert bei Wilhelm Brandes, Alfons, ne? Und war anschließend an der Humboldt-Universität als wissenschaftlicher Assistent tätig, hat dort 2000 habilitiert und 2003 ist er dann ans IJAMO und die Martin-Luther-Universität Halle berufen worden und vertritt dort die Abteilung, das Gebiet Betriebs- und Strukturentwicklung im ländlichen Raum, die Abteilung Strukturwandel. Und ja, auch das deutet ja noch mal ein bisschen darauf hin, Strukturwandel passt genau zu unserem Thema heute. Wir freuen uns also sehr, Alfons, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu uns zu kommen. Achso, das hatte ich gerade vergessen. Wir kennen uns auch intensiv aus dem wissenschaftlichen Beirat. Kollege Bahlmann ist auch seit längerer Zeit Mitglied im wissenschaftlichen Beirat. Da arbeiten wir intensiv zusammen. Hatten dort auch immer viele spannende Diskussionen, unter anderem eben auch zu diesem Thema, der ökonomischen Entwicklung in der Landwirtschaft. Alfons, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich versuche mal, den Bildschirm entsprechend freizugeben. Ja, freut mich hier in diesem Seminar mal vortragen zu können. Ist, glaube ich, nicht das erste Mal, aber ich erinnere mich noch selber dran, wie ich als Student, Doktorand regelmäßig teilgenommen habe. Ja, das Thema ist Large-Scale-Agriculture und ich war so frei, mutig, es zu untersetzen mit dem Untertitel, was wissen wir eigentlich darüber? Ich werde das nicht umfassend beantworten können, aber einige Schlaglichter möchte ich schon hier bringen. Die erste Frage, die man dabei stellen kann, ist, worüber reden wir eigentlich? Reden wir zum Beispiel über große Betriebe in Westdeutschland, die teilweise auch über 1000 Hektar bewirtschaften? Reden wir über Großbetriebe in Ostdeutschland, die teilweise, wie zum Beispiel die APA Hinsdorf, sogar gut 10.000 Hektar bewirtschaften? Reden wir über ostdeutsche Agrarkonzerne, die teilweise bis zu vielleicht über 20.000 Hektar haben, wie die Deutsche Agrarholding oder die Lindhorst-Gruppe oder Steinhoff-Gruppe?
oder geht's auch noch größer? Und hierzu möchte ich mal auf eine Webseite verweisen, die wir hier am YAMO betreiben, insbesondere mein Mitarbeiter Taras Gagajuk betreut. Die heißt largescaleagriculture.com, die ist Teil des La Scala-Projektes. Hier finden Sie eine Vielzahl an Informationen über wirklich große Agrarunternehmen in verschiedenen Teilen der Welt. Finden Sie Rankings beispielsweise über die größten Agrarholdings in Russland. Zum Beispiel das Unternehmen Miratorg hat mittlerweile wohl über 1 Million Hektar, die dort bewirtschaftet werden. Andere Unternehmen wie Prodimex und Agrokultura haben zusammen über 800.000 Hektar. Dann gibt es so einige Unternehmen in Größenordnung so um die 600.000 Hektar wie Agrokomplex, die der Familie des früheren Agrarministers Tkachev gehört, oder die Econiva, die dem deutschen Stefan Dürr, naja, gehört oder vielleicht nicht mehr gehört, das weiß man momentan nicht so genau. In der Ukraine haben wir ebenfalls eine Vielzahl von sehr großen Unternehmen. Da geht es nicht ganz so hoch mit den Hektarzahlen, wobei man allerdings berücksichtigen muss, dass die Ertragspotenziale dort doch noch in ganz anderen Dimensionen sind als zumindest im Durchschnitt in Russland. Und hier haben Unternehmen wie beispielsweise Canel oder Ukrland Farming so um die 500.000. Es gibt mehrere Unternehmen mit etwa 300.000 Hektar. Einige dieser Unternehmen werden sogar von Deutschen geleitet, wie zum Beispiel Continental Farmers Group. Der CEO dort ist Georg von Neuken, der in Göttingen auch studiert hat. Im Eigentum befindet sich die Continental Farmers Group beispielsweise bei von Salik, einem saudischen Agrarkonzern bzw. staatlichen Agrarkonzern, glaube ich. Oder das Unternehmen IMC wird geleitet von Alex Lisica, der lange hier in Deutschland in der Wissenschaft gearbeitet hat, unter anderem hier am YAMO. Da finden sich aber auch Unternehmen wie Harv East, die im Eigentum beispielsweise von Rinat Akhmetov sind, dem großen Oligarchen in der Ukraine, dem letzte Woche vorgeworfen wurde, dass er für morgen einen Staatsstreich geplant hätte. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber wissen wir nicht. Es gibt natürlich noch größere Unternehmen, wie beispielsweise in China, die China Modern Dairy Holdings mit über 500.000 Kühen alleine. So die Frage ist dann eben, worüber wollen wir jetzt hier reden? Und ich hätte gerne auch einen Ausflug in sagen wir mal, die deutsche Agrarlandschaft gemacht. Aber es ist extrem schwierig. Wir haben für die deutschen Agrarkonzerne sehr, sehr wenig Daten. Die haben kaum Internetdarstellungen. Man muss extrem mühselig recherchieren, wenn man wirklich mal Originaldaten von diesen Unternehmen haben möchte. Also selbst die APA Hinsdorf hat nicht wirklich eine Webseite. Also fokussiere ich mal hier auf die noch größeren und insbesondere die Agrarholdings in Osteuropa. Eine Frage ist natürlich auch, worüber rede ich hier nicht? Ein Thema, über das man in dem Zusammenhang auch reden könnte, ist Landgrabbing. Hier würde ich auf die Webseite der Landmatrix mal verweisen, wo Sie sehr viel Informationen finden. Aber Landgrabbing ist nochmal ein ganz anderer Komplex, der viele spezifische Fragen umfasst, die erstmal relativ wenig vielleicht sogar mit der Art von Landwirtschaft zu tun haben, über die wir hier reden, weil es dort um institutionelle Rahmenbedingungen geht, wo es politische Korruption und Ähnlichem geht. Ich will nicht ausschließen, dass das eben auch für einige der Bereiche, die wir diskutieren, auch nicht ganz relevant ist. Aber wenn wir beispielsweise nach Osteuropa schauen,
haben wir nicht Phänomene wie beispielsweise, dass Bauern von ihrem Land vertrieben werden. Und ebenfalls gehe ich nicht detaillierter ein auf Tierhaltungsunternehmen. Hier gibt es noch eine Reihe von Spezifika, zum Beispiel in Russland, Miratorg, über das hier teilweise auch rede. Das ist im Grunde genommen auch ein Tierhaltungskonzern, auch wenn er 1 Million Hektar bewirtschaftet, oder in der Ukraine MHP ist im Grunde genommen ein großer Geflügelkonzern, der auch eben 350.000 oder 370.000 Hektar bewirtschaftet, oder in China. Ich habe eben Beispiele über Milchviehhaltung gebracht, oder hier auf der rechten Seite sehen ein Foto von einer Schweinefarm, wo möglicherweise demnächst 2 Millionen Tiere pro Jahr aufgezogen werden sollen, oder in Australien, wo wir eben Pastoralisten haben, die teilweise 10 Millionen Hektar Fläche bewirtschaften, aber eben extrem extensiv. Und hier gibt es noch eine Vielzahl von Sonderfaktoren, bei denen ich mich auch gar nicht so gut auskenne. Was meinen wir oder meine ich mit Agrarholdings? Hier kann man grundsätzlich sagen, das sind innerhalb einer Dachgesellschaft verbundene Agrarunternehmen. Die sind teilweise vertikal organisiert, wo eben die Landwirtschaft im Grunde genommen Zulieferer der Verarbeitung ist. Ein Beispiel ist Kernel aus der Ukraine, wo wir im Grunde genommen eine Ölmühle haben, die eben auch Landwirtschaft betreibt, um eben beispielsweise Sonnenblumen und Raps zu produzieren, die dann in der eigenen Ölmühle verarbeitet wird. Allerdings kauft Kernel eben auch von anderen landwirtschaftlichen Betrieben zu, hat eigene Getreideläger, hat einen eigenen Getreidehandel und hat eben im Grunde genommen auch ein Export, der direkt hier bedient wird mit Terminals beispielsweise. Dann haben wir horizontal organisierte Agrarholdings. Hier haben wir es im Grunde genommen mit Managementgesellschaften zu tun, die irgendwo landwirtschaftliche Tochtergesellschaften besitzen. Ein prominentes Beispiel in Deutschland war sicherlich die KTG Agrar, die jetzt in der DAH aufgegangen ist. Die hat mal circa 40.000 Hektar bewirtschaftet an vielen einzelnen Standorten. Überall hatte man dann eben so Betriebe mit vielleicht 1.000, 2.000 Hektar, vor allen Dingen eben in Ostdeutschland, teilweise in Litauen. Mittlerweile ist das Geschichte. Es gab im Sommer 2016 eine Insolvenz, und es deutet vieles darauf hin, dass im Grunde genommen ein groß angelegter Börsenbetrug stattgefunden hat und Landwirtschaft vielleicht nur das Vehikel war, um eine Story zu haben. Das heißt, man hat vielleicht hier im Grunde genommen ein deutsches landwirtschaftliches Wirecard gehabt. Typisch für diese horizontal organisierten Agrarholdings ist, dass wir häufig eben eine direkte Einflussnahme der Zentrale auf das operative Geschäft der Tochterunternehmen haben. Das heißt, die Wirtschaft an verschiedenen Standorten, aber häufig finden die Produktionsentscheidungen ziemlich zentral statt, insbesondere das Einkauf, Verkauf, Vermarktung, Wissensgenerierung und so weiter. Häufig haben wir aber auch Mischformen. Ich habe das Beispiel der MHP-Gruppe genannt, die im Grunde genommen eben ein Geflügelkonzern ist, der eben auch Ackerbau betreibt. Wie verbreitet sind diese Agrarholdings? Muss man einfach davon ausgehen, dass es verschiedene Wellen gab. Vor allen Dingen so ab Mitte der 90er Jahre bis Anfang oder Mitte der 2000er Jahre hatten wir vor allen Dingen Agrarholdings, die politisch gefördert worden sind, insbesondere in Russland und Kasachstan, wo im Grunde genommen so etwas wie agrofinanzindustrielle Gruppen zusammengeschlossen worden sind oder es unterstützt worden sind, wo eben Akteure aus dem Ölgeschäft beispielsweise zugebracht wurden, in die Landwirtschaft zu investieren. Für die war das eine Kapitalanlage.
es wurde verknüpft oft mit Verarbeitungsunternehmen, die auf die Art und Weise dann eben auch eine eigene Rohstoffproduktion hatten. Dann hatten wir eben diese Welle 2006 bis 2013, wo eben hohe Agrarpreise, niedrige Zinsen dazu verlockten, in die Landwirtschaft zu investieren. Hier sind einige Konzerne enorm gewachsen und auch neue Konzerne entstanden und wo im Grunde genommen das Geld sprudelte. Ab 2014 sah es dann ganz anders aus. Danach gab es noch, ich würde mal sagen, politisch forciert in Russland eine Förderung der Tierhaltung, wo vorhandene Konzerne weiter gewachsen sind. Vereinzelt sind neue Akteure aufgetreten, aber eigentlich viele der Unternehmen heute haben ihren Ursprung gerade in dieser Phase 2006 bis 2013 gefunden. Hier sieht man das mal am Beispiel der Ukraine. Diese Agrarholdings haben zusammen in 2007 so knapp 2 Millionen Hektar bewirtschaftet. In 2013 waren es dann 6 Millionen Hektar und auf diesem Niveau pendelte es sich dann ein. Also da sind wir derzeit so in etwa. Diese 6 Millionen Hektar bedeuten, dass etwa 30% der Agrar- oder insbesondere Ackerfläche von, sagen wir mal, kommerziell betriebenen landwirtschaftlichen Betrieben in diesen Holdings konzentriert ist. Daneben gibt es eine Vielzahl von anderen Betrieben, die vielleicht so 1.000 bis 5.000 Hektar bewirtschaften. In Südamerika gab es ähnliche Entwicklungen, vor allen Dingen auch so ab 2005. Hier haben wir aber eine andere Geschichte. Die Unternehmen sind nicht wie in Osteuropa dann teilweise aus den früheren Kolchosen oder Sovchosen vorgegangen, sondern hier haben wir im Grunde genommen auf der einen Seite Landentwickler, die die Flächen erschließen, die dann nach Erschließung von landwirtschaftlichen Produzenten teilweise gekauft werden oder gepachtet werden und wo dann auf diesen Flächen dann großen Stil Landwirtschaft betrieben wird. Hier ein Beispiel ist die SLC Agricola, die auf etwa 200.000 Hektar produziert mit 2 Ernten im Jahr und auf Soja, Mais und Baumwolle spezialisiert ist. Und wenn man diese Unternehmen anschaut, die SLC Agricola ist auch an der Börse gelistet, wo man eben dann auch viele Informationen darüber findet. Hier sieht man, dass das Hightech-Landwirtschaft ist. Und das ist etwas, was man eben vor allen Dingen in Osteuropa teilweise mittlerweile auch findet. Im Zusammenhang mit diesen Agrarholdings stellen sich eine Reihe von Forschungsfragen. Der erste ist, warum gibt es die eigentlich und warum sind die so groß geworden und wie erfolgte das Wachstum, wie wurde das finanziert? Eine andere Frage ist, sind das eigentlich Erfolgsmodelle und wie steht es um Rentabilität und Effizienz aus? Und eine weitere Frage ist, was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft und wie sehen das eigentlich die Unternehmen? Diese Fragen möchte ich hier eingehen, bis auf die zweitletzte Frage, darauf würde ich jetzt nicht näher eingehen. Das ist ohnehin auch nochmal wieder ein sehr komplexes Thema für sich. Okay, fangen wir mal an mit den Entstehungsgründen. Und hier in Osteuropa, ich habe das angesprochen mit den agroindustriellen Komplexen, vieles hiervon wurde forciert durch ein fehlendes politisches Vertrauen in Märkte. Die mentalen Modelle in der Politik waren geprägt durch sozialistische Zeiten und sind es möglicherweise noch immer. Es gibt auch zudem eine enge Verflechtung zwischen Politik und diesen Konzernen. Dann haben wir in diesen Ländern, aber auch in vielen anderen Schwellenländern natürlich institutionelle Defizite wie Korruption und fehlende Rechtssicherheit. Und hier kann Größe und groß sind eben diese Agrarholdings vor Repressalien schützen und zum anderen insbesondere vertikale Integration kann Transaktionskosten senken, weil wenn ich innerhalb eines Unternehmens mich einig werden muss über verschiedene
Stufen der Produktion ist es unter Umständen einfacher, als wenn ich mich auf Gerichte verlassen muss, die korrupt sind. Dann ist die Landwirtschaft extrem kapitalintensiv. Das gilt auch für diese Länder. Lange war eben gerade die Landwirtschaft in Osteuropa von Kapitalmangel geprägt und vor allen Dingen fehlten Kreditzugänge. Es gab kaum Banken, die bereit waren, auch etwa 5000 Hektar große Unternehmen dann eben mit großzügigen Krediten zu bedienen. Dafür fehlte einfach der entsprechende oder die entsprechende makroökonomische Sicherheit. Dann haben wir viele Infrastrukturdefizite. Teilweise hängt eben natürlich das Überlegen eines Unternehmens davon ab, ob man eben auch in der Lage ist, in schwierigen Zeiten Getreide einzulagern oder muss man sich darauf verlassen, dass man entsprechend auch dann seine Produkte gut verkaufen kann, ohne ausgenutzt zu werden. Logistik, Verkehr ist nach wie vor ein großes Thema in der Ukraine. Aktuell beispielsweise die Transportkosten von einer Tonne Getreide zum Hafen bewegen sich in der Größenordnung von etwa 30 Euro aufwärts. Das heißt, 10% des derzeit enorm hohen Preises geht alleine für den Transport drauf und bei niedrigeren Preisen sind die Anteile entsprechend noch höher. Und Ähnliches gilt mit Blick auf Know-how, wie beispielsweise die Ausbildung von Fachkräften, die man benötigt. Dann haben wir natürlich eine Reihe von anderen wirtschaftlichen technischen Defiziten, wie eben ineffiziente Betriebe oder Betriebe, die ihre Wertschöpfungspotenziale nicht ausnutzen. Und hier kam eines zusammen, gerade so ab 2005. Es gab eine ganze Reihe Unternehmen, die irgendwie vor sich hin dümpelten und wo viele Leitungen froh waren, wenn sie einen Investor finden, der bereit ist, ihnen das Unternehmen abzukaufen. Gleichzeitig gab es eben viel Geld auf den internationalen Märkten und Investoren haben Potenziale gesehen. Und das wurde natürlich vor allen Dingen durch die Phase mit diesen hohen Agrarpreisen zwischen 2007 und 2013 enorm begünstigt, weil eben weltweit Knappheiten auf den Getreidemärkten beispielsweise vorhanden waren durch geringe Ertragssteigerungen, veränderte Konsumgewohnheiten oder die hohe Nachfrage nach Bioenergie. Und eine ähnliche Situation haben wir derzeit ja auch. Und wie gesagt, wir hatten eben diese besondere Situation auf den internationalen Finanzmärkten, die im Grunde genommen derzeit immer noch ähnlich ist. Allerdings ist die Situation mit Blick auf die Landwirtschaft bei weitem nicht mehr so euphorisch wie damals. Und jetzt für die Entstehung der Holdings gab es zwei Wege. Das eine wäre gewesen, organisch zu wachsen, indem man beispielsweise Flächen pachtet und kauft, indem man über Investitionen, zum Beispiel in die Tierhaltung, die Produktion intensiviert. Diese Art Wachstum ist sehr schwierig. Gerade wenn man an Ackerbauunternehmen denkt, Flächen sind nun mal lokal knapp und wenn dort jemand sehr schnell, sehr stark wachsen will, würde das die Bodenpreise zum Explodieren bringen und man müsste entsprechend schrittweise wachsen und sich ständig reorganisieren. Insofern spielt dieses organische Wachstum gerade im Ackerbau eigentlich weniger eine Rolle als Merchant Acquisition, das heißt Fusionen und Übernahmen von Unternehmen. Hier auf der rechten Seite ist es mal dargestellt, so gerade auch diese Welle so 2009, 2012, wo in der Ukraine 750 Übernahmen dokumentiert sind, was enorm sind, weil es geht hier eben um relativ große Betriebe, die eben selber schon vielleicht 1.000 bis 5.000 Hektar bewirtschaften. Ähnliche Phänomene gab es in Russland, wo wir Zahlen oben sehen, mal für den Nordwesten. Nach 2012 kamen
diese Übernahmewelle dann erstmal zum Erliegen. Wir haben aber eben auch andere Formen von Übernahmen, wie ich habe das schon angesprochen, die Continental Farmers Group wurde von oder ist im Eigentum von Salik, diesem saudischen Investment, Agrarinvestment Gesellschaft, die eben die ukrainische Agrarholding MRIA vor einigen Jahren gekauft hat. Oder in Ostdeutschland gab es im letzten Jahr große Diskussionen um den Verkauf der Agrargesellschaft ADIP in Thüringen an Erben der Aldi-Gruppe. Daneben gibt es natürlich auch Fusionen teilweise von Holdings. In diesem Bereich Merger and Acquisition stellen sich drei Fragen, über die wir teilweise eben hier auch arbeiten und von denen ich ein bisschen berichten werde. Das erste ist, welche Unternehmen werden eigentlich übernommen? Dann, wie erfolgt die Integration von übernommenen Unternehmen in die Muttergesellschaft? Und wie erfolgt eigentlich die Finanzierung? Hier stelle ich mal dar einige Befragungsergebnisse, die ein Mitarbeiter von mir, Igor Ostapchuk, in seiner Dissertation gefunden hat. Also grün markiert mal so eben das, was so eben Investoren oder Manager besonders attraktiv finden, wenn sie Agrarunternehmen übernehmen. Zum einen natürlich, wenn es günstig ist, wenn es ermöglicht, Größenvorteile zu realisieren oder wenn es Möglichkeiten gibt, das Unternehmen eben deutlich zu verbessern. Rot markiert das, was keine Rolle spielt, angeblich. Also wenn das Unternehmen wenig verschuldet ist, ist das Interesse gering. Oder wenn das Unternehmen wirtschaftlich gut dasteht, ist das Interesse vergleichsweise gering. Das kann man auch so interpretieren, dass das eben die Übernahmekandidaten insbesondere sind. Also das heißt Unternehmen, die hochverschuldet sind oder die in einer anderen wirtschaftlichen Schwierigkeit sind oder beispielsweise keine Lagerkapazitäten haben und dann plötzlich eben damit konfrontiert werden, dass vielleicht in der Ernte die Preise niedrig sind und sie dann verkaufen müssen, obwohl es sich gerade gar nicht lohnt. Die nächste Frage ist dann, was machen die übernehmenden Holdings mit diesen Unternehmen? Und hier fand Igor im Grunde genommen etwas unterschiedliche Verhaltensweisen bis 2013 und danach. Zum Beispiel bei der Unternehmenseinbettung bis 2013 wurde diese Unternehmen als selbstständige Einheiten überwiegend weitergeführt, später eher im Rahmen einer Konsolidierung, wo eben auch Unternehmen neue Unternehmen übernommen haben, aber andere Flächen dann beispielsweise abgestoßen haben oder die Koordination anfangs eher zentralistisch, später mehr in Form einer Matrixstruktur oder bei der Unternehmenskultur. Anfangs ging es mehr darum, die neuen Manager auf Linie zu bringen. Mittlerweile haben die Holdings eher so eine Strategie, eine holdingweite Kultur zu etablieren, die eben alle Beschäftigten mit einbezieht. Hinsichtlich der Produktionsausrichtung, hier nach wie vor eine relativ starke Fokussierung auf den Pflanzenbau und tendenziell eben Abbau der Tierhaltung. Bei den Investitionen, es ging anfangs darum, Erträge zu steigern, Vorleistungen entsprechend zu erhöhen, mehr Düngermittel beispielsweise. Heute geht es mehr um Rationalisierung, Modernisierung und teilweise dann wieder Flächen. Ausdehnung, Tierhaltungsabbau habe ich schon gesagt oder genannt. Auch Entlassung war eine wichtige Strategie bis 2013. Nach 2013, hier ging es eher um Konsolidierung, Optimierung auf Ebene des Unternehmens. Bei der Ressourcenbereitstellung bis 2013 lag der Fokus eben, gute Gehälter zu zahlen und über entsprechend hohe Pachtpreise die Flächen zu sichern. Heute geht es mehr um Qualifizierung von Mitarbeitenden und auch entsprechende Ausbildung, Anreize, sich zu engagieren oder eben auch statt Kauf beispielsweise von Maschinen verstärkt Zusammenarbeit mit
auch Leasingbetreibern oder auch Lohnunternehmen, selbst bei den ganz großen Konzernen. Wie erfolgte die Finanzierung? Hier haben wir im Grunde genommen 5 Quellen. Das eine sind Eigentümer, beispielsweise Akteure, die sehr viel Geld in anderen Sektoren gemacht haben und in die Landwirtschaft eingestiegen sind. Dann gibt es Investmentfonds, nicht sehr viele, aber einige. Agriprosperitas aus den USA ist so ein Beispiel, die eben in der Ukraine ein Unternehmen im großen Stil betreiben, beziehungsweise eigentlich über Töchter dort arbeiten. Dann Banken beteiligen sich teilweise direkt. Es gibt aber eben auch viele bankfinanzierte Wachstumsschritte. Und wichtig ist hier insbesondere, dass anders als normale große Agrarbetriebe die großen ukrainischen Agrarholdings in der Lage waren, zum Beispiel direkt mit den internationalen Geldgebern wie IFC von der Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau oder der Europäischen Investitionsbank ihre Kreditverträge abzuschließen, ohne dass noch andere Banken hier involviert sind. Dann weitere Möglichkeiten waren Börsengänge, entweder indem man direkt erstmal an die Börse gegangen ist oder über die Börse dann Kapitalerhöhungen vorgenommen hat und nicht zuletzt Anleihen. Hier mal eine Liste von, ja, wer sind eigentlich die Eigentümer oder wie finanzieren sich die großen russischen Akteure? Prodimex ist beispielsweise an der Nasdaq über seine Tochtergesellschaft Agrokultura beispielsweise teilweise gelistet. Bei Miratorg, da haben wir eher politische Akteure im Hintergrund sind. Man sagt, dass Medvedev involviert ist. Rosagro ist in London an der Börse gelistet. Agrokomplex, eben auch wieder ein Beispiel für Vernetzung zur Politik. Dann Volgodon Agroinvest gehört teilweise zu Lukoil oder Avantgarde Agro der Avantgarde Bank. So finden sich hier ein Beispiel für die Finanzierung der großen oder einiger großer russischer Akteure. In der Ukraine sieht das anders aus. Viele sind im Eigentum von Ukrainern, die irgendwo Geld verdient haben, die dann in die Landwirtschaft investiert haben. Aber sehr viele von denen sind an Börsen gegangen. Ukrland Farming in London, Kernel in Warschau, MHP in London, Astarta in Warschau, IMC in Warschau. Das heißt, hier haben wir sozusagen öffentliche Unternehmen, die eben auch entsprechend verpflichtet sind, ihre Daten offenzulegen und ihren Anlegern entsprechend die Informationen zu bieten. Hier sind nochmal aufgezeigt die Börsengänge der ukrainischen Agrarunternehmen. Und hier haben wir einige große wie MHP, die eben insgesamt über 500 Millionen an der Londoner Börse eingesammelt haben an externen Geldgebern, Kernel in der ähnlichen Größenordnung an der Börse in Warschau. Daneben gibt es eine Reihe anderer Akteure. Insgesamt wurden zwischen 2005 und 2013 $1,5 Milliarden an Geldern auf diese Art und Weise eingesammelt. Daraus kann man hochrechnen, was für ein Unternehmenswert sich dann ergeben hat über die entsprechenden Anteile. Man kommt dann etwa auf 6 Milliarden $ Marktkapitalisierung. Das ist heute weit weniger. Und hier ist mal eine Darstellung der Entwicklung der Marktkapitalisierung der ukrainischen Agrarunternehmen. Also bis Ende 2013 war das in der Größenordnung von 6 Milliarden €. Und dann ging es rapide nach unten. Zum einen hatten wir den Maidan, der dafür gesorgt hat, dass bedingt durch die Russland-Krise, die Einmarsch in die Krim und politische Instabilitäten der Finanzsektor der Ukraine
zusammengebrochen ist und vor allen Dingen die Griffner extrem stark abgewertet worden ist, was enorme Unsicherheiten ausgelöst hat. Dann hatten wir eben ab Ende 2013 weltweit rapide fallende Getreidepreise und es gab eben diese Insolvenz von Mria. Mria war an der Börse Frankfurt gelistet, genau wie Wirecard und auch die KTG Agrar. Allerdings gab es dort eben schon 2 Jahre vor der KTG Agrar einen großen Zahlungsausfall, bei dem sich herausgestellt hat, dass im Grunde genommen ein riesiger Börsenbetrug, Finanzbetrug stattgefunden hat. Insgesamt hatte Mria Schulden angehäuft von 1,3 Milliarden US-Dollar, was beim Ackerbaubetrieb mit 320.000 Hektar in der Ukraine eine enorm hohe Verschuldung ist. Seit 2015 gibt es eine schrittweise Erholung in der Ukraine. Hier sind mal so die aktuellen Werte der großen Akteure in der Ukraine dargestellt. Und hier kommt man insgesamt auf eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar. Das waren vor ein paar Wochen wahrscheinlich eher so 2,9 Milliarden US-Dollar. Hier hat sich im Großen und Ganzen die Spreu vom Weizen getrennt. Es gibt einige große Unternehmen, Kernel, MHP, IMC, die regelmäßig Dividenden ausschütten und damit ihre Rentabilität dokumentieren. Bei den anderen sieht es nach wie vor so aus, dass es kaum Rückflüsse an die Geldgeber gibt. Die Frage ist, was hat das denn alles bewirkt? Und man kann sicher sagen, in der Ukraine hat sich enorm viel getan. Die Ukraine ist zu einem ganz großen Getreideexporteur geworden in den letzten Jahren. Das Gleiche gilt für Russland, natürlich schon ein bisschen früher. Aber gerade zum Beispiel hier beim Mais sieht man, wie zwischen 2006 und 2018 die Maiserträge sich beispielsweise verdoppelt haben. Das passierte vor allen Dingen durch Investitionen. Es war schon von vornherein relativ deutlich, das haben wir auch damals so in dieser ersten Welle schon gesehen, dass die Agrarholdings deutlich höhere Erträge realisiert haben, allerdings mit höheren Kosten. Dennoch waren sie insgesamt ertragreicher, was vielleicht den Gewinn anging, aber wenn man Rentabilitätsquotienten sich angeschaut hat, sah das schon ungünstiger aus und entsprechend mag so eine Strategie gut funktioniert haben in der Phase mit hohen Agrarpreisen. Aber danach sind dann eben doch die Gewinne deutlich eingebrochen, weil eben nicht kosteneffizient sozusagen auch produziert wurde. Man sieht aber dennoch eben, wie gesagt, höhere Erträge, höhere Intensitäten und eine deutlich höhere Arbeitsproduktivität. Wie gesagt, passiert ist einiges. Es gab enorme Investitionen in die Modernisierung der Landwirtschaft. Das hier war so vor etwa 8, 9 Jahren Unternehmen Druzhbanova. Die haben Hightech-Landwirtschaft damals auf ihre Fahne geschrieben. Sie wurden kurze Zeit danach von Kernel übernommen oder hier Folien von der IMC, die da zeigen, dass das ganze Unternehmen in der Digitalisierung ganz weit vorne mit dabei ist, wo eben die Verwaltung digitalisiert worden ist, wo das Flächenmanagement bei den 30.000 Pachtverträgen digitalisiert ist, wo Precision Farming betrieben wird, wo überwacht wird, was die Maschinen machen, was wo auf dem Feld passiert, wo eben aber auch die Agronomen vor Ort sich überall über ihre iPads entsprechend informieren können, was anliegt. Und das hatte einen mehrfachen Nutzen. Das eine ist technologische Effizienz, Vorteile der Digitalisierung. Aber das andere große Phänomen ist, dass es damit gelungen ist, die Transaktionskosten, insbesondere interne Korruption, extrem zu reduzieren. Das heißt, Digitalisierung hat hier einen Doppelnutzen, der ermöglicht wird. Und das sieht man heute auch bei den großen Akteuren, wenn man sie sich anschaut. Auf der einen Seite die
produzieren auf hohem technischen Niveau. Kernel hat Maiserträge von durchschnittlich etwa 8,5 bis 9 Tonnen. MHP eigentlich auch. Im letzten Jahr waren sie von der Dürre extrem betroffen, wo dann die Erträge mal eingebrochen sind. Bei IMC in den letzten 4 Jahren im Durchschnitt über 10 Tonnen Maisertrag. Das zeigt die Produktivität, aber diese Unternehmen, die hier gezeigt sind, sind auch alle profitabel und vor allen Dingen, das sieht man sehr deutlich, dass sie regelmäßig Dividenden ausschütten und entsprechend eben auch zeigen, dass sie liquide sind. Auch die Verschuldung wurde dramatisch zurückgefahren. Um mal etwas zur Rentabilität zu sagen, IMC schüttet in diesem Jahr etwa 25 Millionen Euro an Dividenden aus. Bei 120.000 Hektar heißt das eine Dividende von 200 Euro pro Hektar, die als Gewinn erwirtschaftet und vor allen Dingen auch ausgeschüttet werden können. Okay, was sind die Problembereiche? Wir haben nach wie vor eine Reihe von ungünstigen Rahmenbedingungen. Es gibt Korruption, es gibt Zinskosten, Weltmarktabhängigkeit, was kann problematisch sein bei Währungsinstabilitäten. Wir haben beschränkten Zugang zu Humankapital, vor allen Dingen auf dem Lande. Wir haben teilweise schlechte Infrastrukturen. Wir haben natürlich daneben eben diese Besonderheiten des landwirtschaftlichen Sektors. Witterungsabhängigkeit, Preisschwankungen, heterogene Produktionsbedingungen, geringe Margen und enorme Konkurrenz. Allerdings treffen diese Probleme natürlich auch die kleineren, unabhängigen Unternehmen. Und ich würde mittlerweile sagen, zum Beispiel für die Ukraine, hohe Zinskosten spielen nicht mehr die Rolle. Man bekommt dort auch relativ günstige Kredite, Korruption ist deutlich zurückgefahren worden. Weltmarktabhängigkeit, Währungsinstabilität ist nicht unbedingt ein Problem, wenn das Unternehmen gut aufgestellt ist, einfach weil ohnehin alles in Dollar gerechnet wird. Und heterogene räumliche Produktionsbedingungen können auch ein Vorteil sein, gerade in Zeiten des Klimawandels kann eben die Heterogenität der Wetterbedingungen auch einen Vorteil darstellen, weil auf die Art und Weise Ertragsschwankungen ausgeglichen werden. Vielleicht noch etwas zu gesellschaftlicher Verantwortung. Hier haben Mitarbeiter von mir auch in den letzten Jahren intensiv dran gearbeitet und einerseits Russland, Ukraine, Kasachstan beleuchtet, aber finden ähnliche Ergebnisse auch für Argentinien und auch Rumänien. Es gibt enorme Aktivitäten beispielsweise auf Ebenen der Gemeindeentwicklung, wo es um Förderung Zivilgesellschaft geht, wo finden Engagement im Bereich der dörflichen Infrastrukturen wie Straßenbau, finden Unterstützung von sozialen Infrastrukturen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Unterstützung der eigenen Mitarbeiter, beispielsweise bei der Aus- und Weiterbildung oder auch der Kinder. Und wir finden auch viele Ad-hoc-Unterstützung von einzelnen Haushalten in den Dörfern, wie Bezahlung beispielsweise im Falle von Krankheiten der Ärzte, sodass auch Leute, die vielleicht nicht in dem Unternehmen arbeiten, nicht entsprechend krankenversichert sind, sich eine ärztliche Behandlung leisten können. Oder auch Umweltmaßnahmen. Die Frage ist, warum machen die Unternehmen das? Und wir finden hier im Grunde genommen drei Faktoren. Das eine ist das Engagement von Managern. Teilweise ist es einfach Mitgefühl, Wohlwollen oder Identifikation mit der Region oder eine Verantwortung für die Region. Das sind allerdings eher sporadische Aktivitäten, wobei eine Reihe von Unternehmen das in ihre Kultur eingearbeitet haben, wenn man sich beispielsweise die Leitbilder von diesen Unternehmen anschaut. Und möglicherweise versprechen sich auch einige der Manager davon, dass sie dann eben auch ihr eigenes Ansehen steigern. Was wir nicht finden, ist, dass das irgendwas mit dem Alter oder der Ausbildung der Manager zu tun hat. Daneben finden wir strategische Gründe. Und hier spielt der Boden eine ganz große Rolle. In der Ukraine haben wir
einen reinen Pachtmarkt. Und da sind die Bodeneigentümer, die in den Dörfern im Regelfall wohnen, ganz wichtige Stakeholder, und die Unternehmen wollen sich deren Wohlwollen sichern. Und wir sehen beispielsweise, dass mit dem Anteil der Pacht wir auch eben stärkeres Engagement in Russland oder Kasachstan finden. Dann Betriebsgröße, grundsätzlich positiv korreliert mit dem Engagement. Interessanterweise, je höher das Anlagevermögen, desto geringer ist eher die Wahrscheinlichkeit dafür. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass Anlagevermögen eben Bodeneigentum auch sein kann. Dann Rechtsform, hier finden wir ein unterschiedliches Bild. In der Ukraine engagieren sich Kapitalgesellschaften stärker. In Russland und Kasachstan sind es eher die Familienbetriebe. Das hat Effekte, insbesondere mit Blick auf eben die Möglichkeit, langfristige Pachtverträge abzuschließen oder sich ein gutes Image bei der lokalen Gemeinde oder bei Arbeitskräften zu machen. Diese Art der CSR-Strategie ist eher eine Kommerzialisierung von CSR als eine, sagen wir mal, CSR, die getrieben ist von philanthropischen Motiven. Dann finden wir aber auch noch einige institutionelle Gründe. Das hat eben was mit dem institutionellen Umfeld zu tun, wo es eben darum geht, auch die eigene Position des Unternehmens oder diese Art von Unternehmen in der Öffentlichkeit zu stabilisieren. Das hat politische Effekte. Wir sehen aber auch, dass beispielsweise internationale Geldgeber darauf bestehen, dass beispielsweise die Agrarholdings, die von ihnen entsprechende Kredite bekommen, eine CSR-Berichterstattung beispielsweise auch darlegen. Und das wird mittlerweile beispielsweise auch ausländischen Aufsichtsbehörden verlangt, was in der Ukraine beispielsweise wichtig ist, insofern, weil eben viele dieser Unternehmen offiziell in der EU registriert sind. Dann finden wir aber auch Phänomene, wie dass die Holdings mit Kleinbauern wieder kooperieren, was eben auch strategische Gründe haben kann, um eben auch die Akzeptanz sich zu sichern, wo es nicht nur darum geht, sich Pachtverträge zu sichern, sondern eben auch die Position der Unternehmen in der Agrarpolitik in diesen Ländern. Das führt aber tendenziell dazu, dass natürlich vielleicht sogar noch mehr dann auf diese Holdings auch geschaut werden kann, weil eben die entsprechenden Aktivitäten transparent sind. Wir finden nicht, dass beispielsweise Rechtsvorschriften diesbezüglich eine große Rolle spielen. Wirkungen, die von diesen CSR-Aktivitäten ausgehen, sind sicherlich einerseits, dass man vielleicht auf die Art und Weise auch Institutionen aufbaut, die eben diese institutionalisierte gesellschaftliche Verantwortung dann auch entsprechend einordnen und bewerten können, um dann beispielsweise Greenwashing-Vorwürfen aus dem Wege zu gehen. Aber möglicherweise sehen wir auch etwas, dass so eine Art Symbiose zwischen den Agrarunternehmen und den ländlichen Haushalten wieder entsteht oder gestärkt wird, was gerade mit Blick darauf bedeutsam sein kann, dass man eben natürlich die Attraktivität auch der Dörfer braucht, um eben qualifizierte Arbeitskräfte in den Dörfern auch zu halten. Denn ohne die geht es in der Landwirtschaft nicht. Okay, wenn ich damit zum Ende komme und das zusammenfassen kann, also diese Agrarholdings sind nicht per se erfolgreich oder überlegen. Sie haben gewisse Größenvorteile, vor allen Dingen, wenn es um Finanzierung und Zugang zu Know-how geht. Wir sehen ganz enge Kooperationen der großen Unternehmen mit eben den großen Bereitstellern von Landtechnik, von Pflanzenschutzmitteln, Sorten etc. etc.
Sie haben auch wahrscheinlich geringere externe Transaktionskosten, was eben die Vermarktung Ihrer Produkte angeht oder beispielsweise mit Blick auf Rechtsunsicherheit. Hier sagte mir Herr von Neuken von Continental Farmers kürzlich, wenn man erstmal vor Gericht in der zweiten Instanz ist, gibt es eigentlich dort kaum noch ein Korruptionsproblem, weil alles per Kamera überwacht wird und entsprechend auch die Richter dazu gezwungen sind, entsprechend vorzugehen. Aber erfolgreiche Landwirtschaft ist extrem anspruchsvoll, gerade aufgrund der extremen Wettbewerbsbedingungen. Und Hightech lohnt sich nicht unbedingt, vor allen Dingen nicht, wenn Produktpreise niedrig sind oder wenn die Infrastruktur ungünstig ist. Natürlich ist Eigenkapital begrenzt und es gibt Finanzierungsrisiken und hier muss man sich bewusst sein und das kann man sehr gut eben aus der Euphorie der Übernahmewelle und Investitionswelle von vor etwa 10 Jahren sehen. Die Unternehmen werden nicht schnell rentabel. Es dauert eben, bis Erträge entsprechend angestiegen sind, Unternehmen entsprechend konsolidiert sind. Es gibt ständig natürlich immer wieder Rückschläge, weil Preise nicht nur kurzfristig einbrechen, sondern manchmal eben über mehrere Jahre. Es gibt die Ertragsunsicherheiten und was wir eben damals erlebt haben, dass dieser Übernahmewettlauf und dieses schnelle Wachstum teilweise extrem teuer erkauft worden ist, was dann wahrscheinlich im Nachhinein auch viele Investoren davor zurückgehalten hat, wieder in diese Unternehmen stärker zu investieren. Wir haben hohe Overhead-Kosten, beispielsweise über ein teures Management. Aber wenn man public ist, muss man eben auch internationale Standards einhalten. Und wir haben natürlich Politikrisiken, weil diese Unternehmen sichtbar sind. Wenn man das jetzt vergleicht mit, sagen wir mal, Bedingungen wie in Deutschland. Es gibt einige Effekte, die natürlich etwas typischer sind für die Transformationsländer wie der Ukraine. Andere sind aber auch relevant hier. Und ich würde sagen, dass das, was vielleicht teilweise die Unternehmen in Osteuropa einen Vorteil haben, wenn sie groß sind, ist nicht übertragbar auf beispielsweise deutsche Verhältnisse. Vielleicht zu den gesellschaftlichen Herausforderungen. Hier haben wir natürlich auch eine Reihe von Themen, über die man diskutieren kann. Das eine ist, was bedeutet es, wenn wir eine regionale Dominanz von einem Unternehmen haben, wirtschaftlich, politisch oder auch sozial, wobei wir in der Ukraine de facto fast überall eine Konkurrenzsituation selbst der großen Akteure sehen. Wir haben dann natürlich Herausforderungen, wie man denn die ländlichen Räume partizipieren lassen kann, wenn eben beispielsweise Gewinne in Form von Dividenden ausgeschüttet werden. Und hier ist es dann eine Frage, wie organisiert man beispielsweise das Steuersystem? Wie sorgt man dafür, dass eben insbesondere auch die Kommunen, die ja auch maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Infrastrukturen, auf die die Betriebe angewiesen sind, beispielsweise mit Blick auf Arbeitskräfte, dann eben auch entsprechend in der Lage sind, dann auch diese Infrastrukturen bereitzustellen? Und Herausforderungen gibt es hier natürlich für Politik, aber ebenso auch für die Holdings selber. Und wenn man politisch über diese Holdings diskutiert, denke, die Probleme liegen häufig weniger in den Holdings als in den Ursachen, warum es sie gibt. Und diese Ursachen sind eben häufig gerade in diesen Ländern Korruption, Infrastrukturdefizite oder auch Renten, die bei Marktunvollkommenheiten auftreten können. Okay, damit bin ich im Grunde genommen am Ende. Ich möchte auf 2 Dinge hinweisen. Am Anfang habe ich schon darauf verwiesen, es gibt die Website von La Scala. Und ich möchte darauf hinweisen, dass eben vor einigen Monaten ein Special Issue erschienen ist im International Food and Agribusiness Management Review, wo eine Reihe von Mitarbeitern von mir, aber auch Projektpartner aus dem La Scala
Projekt eine Reihe von Artikeln veröffentlicht haben, wie beispielsweise zu diesem Thema Merger and Acquisition oder auch zum Themenkomplex gesellschaftliche Verantwortung. Damit bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Alfons, für diesen Parforce-Ritt. Super spannend. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Überblick gerade eben über die Entwicklung osteuropäischer Agrarholdings bekommen und einen Eindruck bekommen davon, was sich vielleicht auch eben übertragen lässt auf unsere Strukturen hier in Deutschland, was spezifisch ist und auch die Herausforderungen auch in einer des gesellschaftlichen Blicks, was uns am Beispiel Corporate Social Responsibility deutlich gemacht hat. Super. Ich freue mich schon jetzt auf die Diskussion und im Hinblick auf die Diskussion vielleicht ganz kurz eine Bitte, wie Sie sich beteiligen können. Es gibt zwei Möglichkeiten. Am liebsten wäre uns, wenn Sie die F&A-Funktion verwenden würden, weil das etwas übersichtlicher ist. Wir haben schon die erste Frage, gerade im Chat geht auch, aber Sie tun uns einen Gefallen, wenn Sie die F&A-Funktion dann jetzt im Folgenden benutzen, weil es dann, wenn sonst müssen wir zwei Chats quasi gleichzeitig im Auge behalten, ist etwas schwieriger. Und Sie haben auch die Möglichkeit, sich direkt zu Wort zu melden mit einem eigenen Beitrag. Sie können auch die Kamera freischalten, wenn Sie mögen. Dazu würden wir Sie bitten, auf Handheben zu gehen, weil dann sieht Frau Radder, die uns technisch unterstützt, dann wer die Hand gehoben hat und kann sie entsprechend freischalten dafür. Und Wenem Brandes hat das auch gerade schon gemacht. Aber bevor wir dich freischalten, Wilhelm, würde ich mit der Frage von Jan Henning Feil, die er im Chat geschrieben hat, dann mal anfangen an dich, Alfons. Die Frage nach der Henne und dem Ei: Sind die Maiserträge gestiegen, weil vor allem die Agrarholdings so erfolgreich waren in der Verbesserung ihres operativen Managements, wie im Vortrag unterstellt, oder waren die Agrarholdings so erfolgreich, weil die Maiserträge auch aus externen Gründen, zum Beispiel Züchtungsfortschritt, gestiegen sind? Und außerdem bedankt er sich für den spannenden Vortrag. Okay, also hier würde ich sagen, das ist kein Henne-Ei-Problem, sondern natürlich gibt es technischen Fortschritt und sieht man natürlich gerade beim Mais, sieht man dort international. Aber was ganz klar passiert ist, ist, dass das Yield Gap geschlossen worden ist. Yield Gap oder Ertragslücke bedingt einerseits durch Missmanagement, durch unternehmensinterne Korruption, aber eben auch durch Mangel an Fachkenntnissen, Mangel an Organisation und nicht zuletzt auch am Mangel an finanziellen Möglichkeiten, um eben in moderne Technik, Sorten und so weiter auch zu investieren und insbesondere auch in Düngung beispielsweise. Also hier haben wir riesige Defizite gehabt, viele Unternehmen, die eben in den oder vor 10 Jahren noch enorm schlecht organisiert waren, was beispielsweise überhaupt ihre ganze Finanzlage angeht, wenn die nicht in der Lage waren, beispielsweise sich entsprechende Düngemittel zu leisten, dann ist natürlich kein entsprechender Ertrag auch möglich. Und das gilt natürlich genauso mit Blick auf die Technik. Wenn man sich heute die Unternehmen anschaut, die sind extrem modern ausgestattet und nutzen eben die Digitalisierungsmöglichkeiten enorm. Ja, Denise, wenn du Herrn Brandes dann bitte freischalten könntest, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, die Herrn Brandes nicht mehr kennen. Wir hatten es vorhin schon gesagt, es ist der Doktorvater von Alfons Bahlmann. Ja. Mit Wilhelm Brandes haben wir letztens anstoßen können auf ein Event, über das wir uns sehr gefreut haben, nämlich dass er seit 20 Jahren jetzt Emeritus ist und immer noch unsere Diskussion bereichert. Schön, dass du dabei bist, Wilhelm, bitte. Ja, Herr Bahlmann, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für den tollen Vortrag. Hören Sie das? Ja, ja. Ja. Ja gut, ich fand es sehr, sehr interessant und war beeindruckt von der
Wandlung im Agrarsektor, die Sie uns vorgestellt haben, für die Länder, die Sie besonders im Auge gehabt haben. Eine Tabelle hat mich besonders gewundert, das war, glaube ich, 36 oder 37, da ging es um die Rentabilitäten. Und da war keine von den Zahlen unter 10%. Können Sie es doch rekonstruieren? 36, 37, um die Dreh war das. Da muss ich nochmal nachgucken. Und die Frage ist die, das dreht sich eigentlich so. Ich Ach so, weiß, okay. Eine war unter 10. Das war bis 10 bis 30 oder so. Ne? Und die Frage ist die, kann das denn sein, wenn wir jetzt mal in Deutschland die Landwirtschaft uns vorstellen und die heutigen Bodenpreise, da haben wir keine über 5. Die liegen teilweise unter 1, die Rentabilitäten, wenn Sie das gesamte Vermögen einbeziehen. Ja, okay, hier muss man, glaube ich, vorsichtig sein bei der Datenlage, die hier zur Verfügung stand. Da fehlen Daten, die tatsächlich beispielsweise die Flächenkosten mit einbeziehen, die Finanzierungskosten sind da nicht mit drin. Also das sind Quotienten, die, sag mal, für diese Betriebe gebildet wurden. Ich würde eher sagen, das sind Quotienten, die erlauben, die Wertschöpfung in Relation zum Umsatz darzustellen. Ja. Aber wenn ich jetzt so mal das weiterverfolge, kann es denn sein, Herr Barmann, dass auch in Ländern wie Deutschland, USA, Frankreich und so weiter, dass diese großen Strukturen auch überhand gewinnen? Also ich sehe dass das nicht, wenn eben diese sag mal besonderen Vorteile abgebaut sind oder nicht vorhanden sind, wie zum Beispiel, dass es darum geht, irgendwo eine Lösung für Korruption zu finden oder wenn es darum geht, dass Unternehmen nicht davon profitieren, dass sie eben in der Lage sind, irgendwo die Logistik auch der Lagerung und des Weitertransports zu organisieren, dann sieht es eher so aus, dass eigentlich kein so extrem großer Vorteil mehr übrig bleibt. Sicher mag es ein paar Margen geben bei der Beschaffung oder Vermarktung, aber das ist relativ dünn. Und wenn man sich mit Managern dieser Agroholdings unterhält, sagen die effizienten selbstständigen Betriebe mit einer Größe von vielleicht 5.000 Hektar, die knapsen an denen. Danke. Das heißt, wenn es um Flächen geht, da sehen wir eben auch schon Phänomene, dass da Sorgen herrschen, dass Bodenpreise explodieren. Also momentan haben wir in den Regionen, wo einige dieser Holdings wirtschaften, im Durchschnitt Pachtpreise in der Größenordnung von so etwa 150 Euro, aber teilweise bei Neuverhandlungen, wenn mehrere konkurrieren, dann geht es auch in andere Dimensionen. Danke. Dann Stefan von Kramer und Taubadel. Ja, bin ich zu hören? Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank, Alfons, hat das richtig Spaß gemacht. Du weißt, ich war ja bis vor ungefähr 10, 15 Jahren in den Ländern auch viel unterwegs und deswegen richtig spannend, da so ein bisschen zu sehen, was sich alles getan hat und sehr beeindruckend, was ihr da an einem Fundus, so an Wissen und Forschung und so weiter aufgebaut habt in der Zeit. Gerade so ein bisschen der letzte Punkt von Willem Brandis, ich meine, diese hohe Rentabilitäten zum Beispiel in der Ukraine, ist das nicht gerade, das sind gerade Gelder, die, ich sag mal, in unserem System den Bodeneigentümer zugutekommen würden und das ist in dem System zumindest bis vor kurzem häufig nicht der Fall gewesen. Der große Unterschied, dass man halt den Bodeneigentümern letztlich nicht bezahlen musste, ne? Und deswegen waren diese Rentabilitäten möglich. Das war die eine Sache. Das andere, du hattest ein paar Mal so Skalenerträge erwähnt. Das war auch, glaube ich, bei dieser Befragung der ukrainischen Landwirte an zweiter Stelle sogar genannt worden. Aber ich würde einfach gerne, weil du ja von der Produktion viel mehr weißt als ich, ich habe so die Skalenerträge im rein technischen Sinne, die sind dann vermutlich irgendwann relativ bald ausgeschöpft. Auf jeden Fall geht man da nicht in 100.000 Hektare. In der Zeit, wo ich da unterwegs war, hatte ich den Eindruck, dass eine der wesentlichen Begründungen für diese ganz großen Unternehmen war einfach die Knappheit an vernünftigen Manager.
Das heißt, wenn irgendeiner in der Lage ist, so einen Laden vernünftig zu schmeißen, kann er auf 20.000 Hektar es eventuell viel besser machen als die anderen drei nicht so erfolgreichen, wenn jeder 5.000 Hektar hat. Auch wenn eigentlich der 20.000 Hektar Betrieb in gewisser Hinsicht zu groß ist eigentlich. Aber trotzdem schafft er es oder sie es besser, einfach weil diese Kapazitäten so knapp waren damals. Und das ist so ein bisschen meine Frage. Wie sieht das heute aus? Ist das inzwischen so oder ist man immer noch auf Stefan Dürrs und Georg von Neukens angewiesen, die sozusagen aus dem Ausland kommen und wirklich die Technik beherrschen und wissen, wie man einen großen Betrieb managt? Also das sind Persönlichkeiten, die natürlich irgendwo eine Idee haben, die auch ihre Hintergründe haben. Bei Stefan Dürr, ich weiß nicht, ob das ein rentables Unternehmen ist. Das ist ein extrem wackeliges Unternehmen in jedem Fall. Und ich denke mal, das Wachstum in der Ukraine, in Russland, ist wahrscheinlich bei vielen dieser tierhaltenden Betriebe motiviert durch Subventionen und nicht durch primär, sagen wir mal, Wettbewerbsüberlegungen, wie wir sie eigentlich erwarten würden. Und da haben wir, glaube ich, in der Ukraine eine andere Situation. Die sind darauf angewiesen, selber ihr Geld zu verdienen. Und das Interessante ist, diese positive Entwicklung begann im Grunde genommen mit dem Maidan und der Notlage, dass plötzlich die Unternehmen darauf angewiesen waren, Geld zu verdienen. Und dann setzte sozusagen irgendwo der Fokus weg von, sagen wir mal, einer Jagdwert, die erste Million Hektar zusammen, sondern dahin gehen, wie wirtschaftlich auf dem Hektar rentabel. So viel vielleicht vorweg. Nun zu den Skalenerträgen. Also ich denke nicht, dass sie da oben in den Größenordnungen so sehr eine Rolle spielen. Es gibt aber natürlich einige, sagen wir, Skalenerträge nicht im eigentlichen landwirtschaftlichen Bereich, sondern wenn es darum geht, Logistikmanagement von Know-how zu organisieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Transport zum Schwarzmeer. Hier haben einige Akteure wie Kernel angefangen, eben nicht nur sich Waggons zu kaufen, sondern auch eigene Lokomotiven und zu versuchen, eine eigene Infrastruktur in Form von Lokomotiven aufzubauen, weil eben die Eisenbahngesellschaft die Notlage der Unternehmen enorm ausnutzen konnte. Wenn die Erträge gut sind, dann explodieren die Transportkosten. Und wenn man es hier schafft, zum Beispiel statt $30 nur $20 zu bezahlen, dann hat man schon einiges gewonnen, gerade auch in den Größenordnungen, über die wir hier reden. Dann haben wir Bereiche, wo es darum geht, sag mal, einen Wettbewerbsvorteil, sag mal, durch Know-how-Entwicklung zu generieren. Und das ist beispielsweise, indem mit den Technologieanbietern wirklich zu versuchen, an der vordersten Front auch zu arbeiten und neue Dinge auszuprobieren und entsprechend dann auch in Wert zu setzen, wenn man sieht, das funktioniert auf unserem Betrieb, das lohnt sich. Und da werden natürlich diese Akteure von Unternehmen wie beispielsweise Horsch, aber auch Bayer, Syngenta und so weiter hofiert. Und das sind sicherlich Skalenvorteile, die da eine Rolle spielen, mit Blick darauf, sagen wir mal, Technikführer, Kostenführer zu sein. Diese rein klassischen Skalenerträge sehe ich nicht. Vielleicht gibt es noch einen anderen Effekt. Das betrifft auch, sagen wir mal, die Konsolidierung von Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass auch Übernahmen stattfinden, um an anderer Stelle andere Betriebe beispielsweise abzustoßen. Das ist etwas, was man bei Kernel sieht. Die übernehmen irgendwo Unternehmen und machen dann einen Wachstumssprung und dann stocken sie aber wieder an anderer Stelle ab, weil sie merken, sie haben bisher sozusagen ihre
Betriebe zu sehr verteilt und arbeiten darauf hinaus, dann eben vielleicht so Cluster zu bilden von eben vielleicht 20, 25.000 Hektar. Okay, dann würde ich weitermachen gerne aus den Fragen hier im F&A-Bereich. Herr Zickermann, der sich auch für den tollen Vortrag bedankt, fragt, wie wird die Entwicklung des ukrainischen Markts durch den andauernden Russland-Konflikt beeinflusst? Ja, die Frage ist, was passiert da tatsächlich politisch in Zukunft? Ansonsten dieser Russland-Konflikt ist eigentlich im Lande kaum zu spüren und spielt eine relativ geringe Rolle, auch im ganzen Leben in diesem Land. Man sieht natürlich tagtäglich die Berichte in den Nachrichten, dass es eben ständig wieder Tote in diesem Konflikt gibt. Aber ansonsten ist das Leben im Großen und Ganzen so, als gäbe es das gar nicht. Es ist ohnehin eine Region, wo landwirtschaftlich ohnehin nicht so extrem viel Potenzial steckt. Dort ist es relativ trocken. Dort sind die Holdings beispielsweise auch nur bedingt vertreten. Die eigentlich hohen Erträge werden vor allen Dingen im Norden und im Westen realisiert. Und insofern, das ist nicht wirklich spürbar. Das könnte anders werden, wenn es tatsächlich wieder eine politische Krise gäbe, die eben, sagen wir mal, Geldgeber verunsichern könnte oder wo es Handelskonflikte oder Ähnliches gibt. Aber auch das ist nicht wirklich abzusehen. Dann würde ich mit der Frage von Herrn Kostmann gerne weitermachen, der nochmal so deinen Blick in die Glaskugel erfordert. Also wie sieht es mit der Zukunft der Agro-Holdings aus? Und ich würde vielleicht gerne ein bisschen erweitern, ich mal bitten, jetzt hast du uns natürlich eure Arbeit über Osteuropa vorgestellt, aber du kennst ja auch zum Beispiel die südamerikanischen Strukturen, das, was sich in China tut. Wenn du also jetzt mal eine Perspektive wagen würdest für die verschiedenen Regionen und die Entwicklung dieser Agro-Holdings oder Large-Scale-Farming-Strukturen? Also es ist schwierig und ich glaube, man muss ganz stark unterscheiden zwischen Entwicklungen, die politisch forciert sind, wie sicherlich auch in China, wo man natürlich weg möchte von beispielsweise auch der Zersplitterung und den Problemen, die damit zusammenhängen. Also gerade Qualitätssicherung bei Lebensmitteln in der Tierhaltung oder die Seuchenproblematik in China ist sicherlich etwas, was dort, sagen wir, auch die politische Unterstützung der großen Investoren dann eben auch mit vorantreibt. In Südamerika haben wir andere Unsicherheiten. Wir haben dort mit Bolsonaro natürlich jemanden, der irgendwo eine Wildwestmanier protegiert hat, die aber gerade den Akteuren, die international in die Wertschöpfungsketten integriert sein wollen, nicht unbedingt nützt. Denn die leben natürlich auch davon, dass sie entsprechend beispielsweise Lieferkettengesetze oder die Standards des Einzelhandels dann eben auch bedienen. Und ich habe bei diesen Folien, die ich von SLC Agricola gezeigt habe, eben auch deutlich gemacht, eine ganze Seite mit Zertifizierungsprogrammen, an denen sie beteiligt sind, wo es dann eben um verantwortlichen Sojaanbau und Ähnliches geht. Das ist insbesondere, wenn man europäische Märkte beliefern will, ein Asset. Und wenn sozusagen durch die Politik so etwas in Verruf gerät, ist das nicht für jeden von Vorteil. Gerade nicht für Unternehmen, die teilweise wirklich dann auch sich enorm darum bemühen, sagen wir mal, diese internationalen Standards mitzuentwickeln und voranzutreiben. Was sicherlich ein anderes Phänomen ist, ist tatsächlich diese schiere Größe
welche Perspektiven hat das? Kann man bestimmte Dinge nicht auch wesentlich besser organisieren, wenn man sagt, wir investieren statt in Größe darin, dass wir eben Dienstleister haben, die dann eben entsprechend die Infrastruktur organisieren, die Logistik, die Wertschöpfungskette organisieren. Damit kann unter Umständen dann eben einiges auch gewonnen werden. Vielen Dank, Oliver Mussow. Alfons, vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte das noch ein bisschen enger fassen und dich fragen, was ist aus deiner Sicht jetzt die Schlussfolgerung für Deutschland? Also auf der einen Seite hast du gesagt, naja, Agro-Holdings, da ist nicht alles positiv, Korruption, Macht. Ich weiß selber, ihr wart eingebunden in ein Bodenmarktmacht-Projekt. Also auch über sowas muss man diskutieren. Du hast das Beispiel KTG Agrar mit der Insolvenz angesprochen. Wir wissen, die Kollegen vom Thünen-Institut weisen darauf hin, Achtung, Statistiken sagen oftmals nicht die ganze Wahrheit. Vielleicht haben wir längst schon solche, natürlich nicht hunderttausende Hektar umfassende Holdingstrukturen, aber vielleicht gibt es die schon, weil doch Unternehmen miteinander verknüpft sind. Meine Frage ist also so ein bisschen, ist es ein implizites Plädoyer während den Anfängen? Und ich frage das vor dem Hintergrund, weil wir in vielen Bundesländern ja die Diskussion um das agrarstrukturelle Leitbild führen, in Niedersachsen, aber auch in ostdeutschen Bundesländern. Also lieferst du Argumente dafür, doch große Betriebe eher zu bekämpfen? So ganz kann ich es nicht glauben, weil ich habe dich gehört im Kamingespräch Agrarrecht von Herrn Martinez. Da hattest du beispielsweise auch das Engagement der Aldi-Erben im Zusammenhang mit dem thüringischen Betrieb aus meiner Sicht ein richtiges Licht gerückt. Du hattest in dem Zusammenhang darauf hingewiesen, naja, wenn man da niemanden findet, der da investiert in so ein durchaus unter Umständen marodes Unternehmen, da gehen viele Arbeitsplätze verloren, dann zerstückel ich ein großes Unternehmen, mache also beispielsweise arbeitsintensivere Milchproduktion kaputt und habe dann nur noch Lohnunternehmer, die kommen und den Mais für die Biogasanlage abernten. Also mir ist die Schlussfolgerung für Deutschland aus dem Vortrag heraus noch nicht so ganz klar. Wenn du das ein bisschen erläutern könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Gut, also wie gesagt, ich habe nicht unbedingt negative Schlussfolgerungen getroffen, was sozusagen die sagen wir mal, gesellschaftliche Bewertung betrifft. Also in der Ukraine haben garantiert die großen Holdings dafür oder mit dazu beigetragen, dass gerade in ländlichen Regionen teilweise auch einiges stabilisiert worden ist und eben vor allen Dingen auch die Ukraine mittlerweile eben großer Getreideexporteur geworden ist. Also insofern, es ist sozusagen auch ein Treiber der gesamten Wirtschaft. Also insofern sehe ich da gar nicht mal so sehr ein Problem in diesen Holdings. Das Problem in diesen Ländern ist eher, dass die Holdings existieren, weil es Korruptionsprobleme oder infrastrukturelle Probleme gibt und das eigentliche Problem eben die Überwindung der Korruption ist oder die Überwindung der infrastrukturellen Defizite, wo eben riesige Investitionen eigentlich in Straßenbau und so weiter erforderlich sind oder in Ausbildungssysteme. Die Holdings haben einen gewissen Vorteil daraus, weil sie vielleicht eher in der Lage sind, sagen wir mal, diese Probleme zu managen. Wenn man das jetzt auf Deutschland übertreibt, würde ich einfach sagen, ich sehe nicht diese Wettbewerbsvorteile von Unternehmen wie beispielsweise der Lindhorst-Gruppe oder Steinhoff. Das sind halt Investoren, die stecken Geld in landwirtschaftliche Unternehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die wesentlich rentabler sind als selbstständige Unternehmen. Und da haben wir hier in den neuen Bundesländern auch große Unternehmen. Einen anderen Aspekt, den du ansprichst, den habe ich aber auch indirekt knapp angesprochen. Wer sind denn die Unternehmen, die übernommen worden sind oder übernommen werden, auch in der Ukraine? Und das sind eben Unternehmen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, die unrentabel sind, die überschuldet sind, etc. etc. Und so etwas haben wir natürlich auch hier in Deutschland. Und da haben wir natürlich auch Investoren, die dann
vielleicht bereit sind, so ein Unternehmen zu übernehmen. Und so kommt es dann beispielsweise zu dem Einstieg der Aldi-Erben in die ADIB in Thüringen. Das heißt, diese Übernahmen haben eine Funktion, nämlich was wird aus Unternehmen, die bei derzeitiger Leitung, bei derzeitiger finanzieller Situation keine wirtschaftliche Perspektive haben. Mag ja auch daran liegen, dass einfach die bisherige Leitungspersönlichkeit ausgeschieden ist oder ausscheidet und man niemanden im Blick hat, der dann in der Lage ist, das Unternehmen entsprechend weiterzuführen. Und dann sucht man sich, und das ist eben gerade auch in der Ukraine vielfach passiert, einen Investor, zum Beispiel eine Holding, die das Unternehmen aufkauft und dem Management dann auch noch eine entsprechende Prämie zahlt, damit das zukünftige Leben versüßt wird. Diese Phänomene haben wir ja auch. Und da muss man natürlich fragen, was führt vielleicht dazu, dass wir überhaupt solche Unternehmen haben, die in so eine Situation kommen? Oder dass vielleicht Agrargenossenschaften ein Problem haben, weil sie verschlafen haben, rechtzeitig Vorsorge zu tragen, dass ihr Unternehmen wertvoll geworden ist. Und wir haben bei Agrargenossenschaften in Deutschland eben häufig das Problem, wenn Mitglieder, die ausscheiden, abgefunden werden, dann werden die mit dem Nennwert abgefunden, der aber vielleicht nur 1% des tatsächlichen Wertes darstellt. Und dann gibt es natürlich teilweise Anreize zu sagen, lieber verkaufen wir das ganze Unternehmen, als dass wir alle nach und nach ausscheiden und einer, der am Ende übrig bleibt, versüßt sich dann seinen Lebensabend mit all dem, was wir gemeinsam hier erarbeitet haben. Also wie gesagt, da muss man das entsprechend einsortieren. Und wir haben natürlich, wie bei der ABIB, auch dann die Frage, wenn jetzt nicht ein Investor einsteigt, was ist denn die Alternative? Und bei der ADIB haben wir eben so ein Beispiel, wo eben 250 Leute in so einer Holding hier in Deutschland beschäftigt sind, die nicht nur Landwirtschaft betreiben, sondern auch Tierhaltung, aber auch Gaststätten, vielleicht auch einen lokalen Dorfladen oder Ähnliches oder Bauunternehmen. Und wenn jetzt dieses Unternehmen zerschlagen würde als Alternative, da würden sich vielleicht benachbarte Landwirte freuen, weil sie vielleicht günstig an Fläche rankommen. Aber der Rest des Unternehmens würde wahrscheinlich verfallen und nichts mehr wert sein. Und da haben natürlich dann Investoren auch eine Funktion, vielleicht sozusagen in der Stabilisierung von solchen Unternehmen, gerade in den Phasen des Generationswechsels. Vielen Dank, Alfons. Alfons, es gibt ja eine lebhafte politische Debatte unter dem Stichwort Share Deal und Fragen der Steuerersparnis. Könntest du uns deine Position dazu mal erläutern? Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, ein Unternehmen wie die ADIB beispielsweise zu kaufen oder 2000 Hektar Betrieb, der vielleicht auch noch Milchvieh hat, mit dem Argument, ich kaufe lieber das Unternehmen als Ganzes, anstatt dass ich irgendwo versuche, Flächen zu pachten oder zu kaufen, um vielleicht 5% Grunderwerbsteuer zu sparen. Also ich halte diese Diskussion im Grunde genommen für eine Pseudodiskussion. Natürlich kann man darüber nachdenken, ob man irgendwo die Grenzen anders setzt, ab wo man sagen würde, wir sollten Grunderwerbsteuer eben auch bei Share Deals erheben. Aber ansonsten, wenn man sagen würde, wir wollen Grunderwerbsteuer bei jeder Transaktion mit erfassen, dann müsste man eben auch bei jedem Börsenhandel von einer Firma, die eben auch Grundstück in Städten besitzen würde, dann immer Grunderwerbsteuer einfordern. Das macht keinen Sinn. Also insofern, also ich halte das für eine Pseudodiskussion. Und wenn man so etwas einfahren würde, es hätte auch keinen nennenswerten Effekt, außer dass vielleicht irgendwo Käufer und Verkäufer sich auf einen etwas anderen Preis einigen würden. Aber die relative Situation ist
aus meiner Sicht unbedeutend und es ist eigentlich wahrscheinlich eher eine Pseudodiskussion, weil man denkt, es hätte irgendwas miteinander zu tun, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass irgendjemand sich dazu veranlasst, ein Unternehmen zu kaufen als Ganzes oder 50%, um Grunderwerbsteuer zu sparen. Mhm. Dafür geht man viel zu viele vertragliche Verpflichtungen auch mit ein oder auch die Verantwortung gegenüber den Arbeitskräften und Ähnlichem. Also wenn man kein Konzept für die Weiterentwicklung eines Unternehmens hat und denkt, ich kaufe ein Agrarunternehmen und mache dann schon einen Gewinn, ich glaube, das funktioniert nicht. Es könnte vielleicht eher sein, dass es Überlegungen gibt, dass man Erbschaftssteuer spart, wenn man eben in die Landwirtschaft einsteigt und man da irgendwo sich vielleicht Vorteile erhofft gegenüber, sagen wir mal, der Vererbung von Aktien oder anderen Vermögen. Wenn es jetzt gerade keine weiteren Fragen gibt, dann darf ich vielleicht noch eine stellen, die sich auf eine deiner ersten Folien bezieht, wo du ja deutlich gemacht hast, jetzt zum einen für Deutschland, aber auch international gibt es gar nicht so viel Forschung zu diesem Themengebiet. Warum eigentlich? Ist doch erstaunlich. Ich meine, Betriebsstrukturen, Strukturwandel ist doch etwas, was die Landwirtschaft so eminent betrifft, was die Gesellschaft interessiert. Warum wird da so wenig zu geforscht? Hast du eine Erklärung? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Forschung beispielsweise mit Blick auf ökologische Fragen gibt, aber mit Blick auf, sagen wir mal, diese klassischen volkswirtschaftlichen Analysen, wie wir sie in der Agrarökonomie gewöhnt sind, kommt man mit den Agrarholdings nicht sehr weit, weil man hat eben nur Einzelfallbeobachtungen und kann Fallstudien machen und es ist sehr mühselig, dann daraus etwas zu arbeiten. Das zweite großes Problem habe ich für Deutschland genannt. Es gibt gar keine vernünftigen Daten und selbst die Daten, die man vielleicht sich erheben kann, wie zum Beispiel jetzt im Rahmen der Agrarstrukturerhebung, wo eben auch Unternehmensverbünde versucht worden sind, mit zu erfassen, geben letztlich forschungsmäßig nicht wirklich viel her, was beispielsweise tiefere Einsichten in diese Strukturen angeht. Was vielleicht ein spannenderes Gebiet wäre eben im Bereich der Betriebswirtschaft, Managementwissenschaften, wo man sich vielleicht intensiver damit auseinandersetzen könnte. Was sind denn beispielsweise die Managementansätze in diesen erfolgreichen Agrarholdings? Das ist dann aber eben vielleicht wieder für klassische Betriebswirte außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebslehre spannend, weil die da eben dann auch das entsprechende Know-how haben, wie eben solche Studien in anderen Sektoren organisiert sind. Frage wäre dann, lohnt es sich dann eben solche Managementansätze auf den Agrarbereich zu übertragen und da dann entsprechend zu forschen? Das ist spannend, denn ist ja tatsächlich, kann man ja das, was du sagst, also dass wir dann hier nicht mehr mit üblichen quantitativen Ansätzen arbeiten können, beobachten wir ja auch in anderen betriebswirtschaftlichen Bereichen außerhalb der Agrarwissenschaften, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie wenig geforscht wird zur deutschen Automobilwirtschaft. So ein riesiger Sektor und wenn wir in die Medien schauen, sehen wir immer dieselben 2, 3 Kollegen, die dazu was zu sagen haben. Ist ja auch ein ähnliches Phänomen dann vielleicht hier, ne? Ja, aber sag mal, in der Industrie kann man natürlich sektorübergreifend forschen. Da haben wir, glaube ich, bei der Landwirtschaft dann das Problem, dass hier sehr viele Spezifika dann auch noch wieder gelten und wo es sehr mühselig ist, dann eben natürlich auch diese Spezifika auch zu verstehen, was dort denn eigentlich auch passiert, weil jeder Standort ist anders. Bei Autos haben wir, sagen wir mal, keine spezifischen Standortfragen, abgesehen von der Qualifizierung und Entlohnung von Arbeitskräften oder den rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber in der Landwirtschaft haben wir eben an jedem Punkt unterschiedliche natürliche
Bedingungen. Und das erschwert natürlich dann vielleicht nochmal zusätzlich die Möglichkeiten, dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Und wie gesagt, das Datenproblem. Die Holdings, die ich gerade mit Blick auf die Ukraine genannt habe, viele von denen sind public. Die sind an den europäischen Börsen gelistet, sind in Luxemburg oder Zypern oder Niederlanden beispielsweise registriert. Die sind verpflichtet, regelmäßig alle Zahlen offen zu legen und auch überprüfen zu lassen, auch wenn wir, da habe ich mehrfach darauf hingewiesen, gerade bei der Frankfurter Börse jetzt einige Pleiten erlebt haben und dann sich schon die Frage stellt, was läuft da eigentlich schief? Warum werden Unternehmen von Wirtschaftsprüfern abgesegnet, obwohl man eigentlich denkt, dass das muss denen doch auffallen, dass da irgendwas schief läuft. Und wie ist dieser Betrug wie bei Maria oder KTG denn überhaupt auf die Dauer möglich gewesen? Also wenn man verschleiert, weil bei der KTG man 80 Tochterunternehmen dann auch noch über Kreuz und Tochterunternehmen wieder Mütter von anderen Unternehmen sind, die da muss eigentlich ein Wirtschaftsprüfer sagen, sorry, ich kann das nicht attestieren, wenn ihr das nicht entsprechend transparent offenlegt. Aber es wurde offensichtlich abgesegnet. Und bei Wirecard ging es ja sogar um Milliarden, wo dann eben nicht geprüft worden ist, ob denn tatsächlich das Geld auf den Konten ist. Und diese Probleme bleiben, aber nichtsdestotrotz, man kann natürlich aus den Quartalsberichten, aus den Jahresabschlüssen einiges herauslesen und wesentliche Daten sind auch zertifiziert, auch wenn man nicht immer weiß, was natürlich tatsächlich die Strategie des Haupteigentümers ist. Möglicherweise sind auch teilweise Renditen oder Dividenden so hoch, weil vielleicht der Haupteigentümer gerade Geld woanders reinstecken will. Und das muss man auch natürlich berücksichtigen. Das ist ein gewisses Problem, was dann die Interpretation der Zahlen etwas erschwert. Aber immerhin, es ändert aber nichts daran, dass die Zahlen grundsätzlich verlässlich sind. Aber eben hoch aggregiert auf Konzernebene und nicht auf Tochterebene. Ja, spannend. Stefan, letzte Frage. Ja, nur ganz kurz die Anmerkung. Ich meine, das ist auch, finde ich, ordnungspolitisch wirklich sehr, sehr bedenklich, weil wir schieben auch Milliarden an Subventionen in den Sektor rein, nicht? Und weil wir zum Beispiel Einkommenswirkung oder irgendwas erzielen wollen. Und wenn wir aufgrund von Firmenstrukturen überhaupt keine Ahnung haben, wo die wirklich landen, ist das problematisch. Ne? Ich meine, wenn der Staat jetzt irgendwie Lufthansa oder irgendwie sowas unterstützt, dann wissen wir, dass es Lufthansa ist und wir wissen, dass es da Aktionäre gibt und so weiter. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Flächenprämien und wir haben überhaupt keine Ahnung letztlich über oder in großen Bereichen und zunehmend keine Ahnung, wo jetzt letztlich diese Mittel dann fließen innerhalb von komplexen Firmenstrukturen, ist das natürlich schon ein Problem irgendwo. Ne? Ich würde das bisschen anders sehen. Das Problem ist eher, es wird hier Geld an Bodeneigentümer ausgezahlt. Wir wissen nicht, wem der Boden überall gehört, aber ja. Die Holdings auch in Ostdeutschland, die reichen dieses Geld im Großen und Ganzen auch ganz überwiegend durch. Und ein anderes Problem, was ich mit dieser Einordnung auch habe, ist, was ist landwirtschaftliches Einkommen? Wenn man sagt, das ist der Gewinn des Unternehmens, dann ist das eine enge Sichtweise, die beim Familienbetrieb passen mag. Aber in Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, 80% der Arbeitskräfte sind Lohnarbeitskräfte. Das heißt, die eigentlichen landwirtschaftlichen Einkommen sind die Löhne der Arbeitnehmer und die dann mal Pachteinnahmen beziehungsweise Renten, die Bodeneigentümer erzielen. Das, was an echten Unternehmergewinnen vielleicht bei diesen Konzernen wie Lindhorst oder so hängen bleibt, halte ich für vergleichsweise gering. Und insofern kann man auch für Ostdeutschland sagen, im Grunde genommen,
der Großteil der Direktzahlungen landet bei den Beschäftigten und bei den Verpächtern. Also wäre meine Sichtweise, dass das. Aber wie gesagt, ich kenne auch nicht die Unternehmensgewinne der Konzerne, aber ich vermute, die sind nicht so berauschend, abgesehen natürlich von Jahren wie diesen, wo eben die Agrarpreise so hoch sind, dass wie auch jetzt gerade in der Ukraine teilweise enorme Gewinne erwirtschaftet werden. Aber dazu ist der Landwirtschaftssektor einfach viel zu wettbewerbsintensiv und dem können sich auch große ostdeutsche Unternehmen eigentlich kaum entziehen. Ja, ganz herzlichen Dank, Alfons, auch nochmal für diese Einschätzung und für deinen spannenden Vortrag. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie haben gemerkt, auch warum Alfons Barmann zum Beispiel auch bei der DLG im Gesamtausschuss als Vorsitzender des Ausschusses für ländliche Räume und so sehr aktiv ist und welches Know-how er mitbringt. Vielen Dank, dass du das und alle, also diesen schönen Überblick heute nochmal zusammengestellt hast. Sehr schön strukturiert, hat ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass so viele auch bis zum Schluss dabei geblieben sind und mitdiskutiert haben. Wir haben in der nächsten Woche ebenfalls wieder einen spannenden Vortrag. Kollege Robert Finger von der ETH Zürich wird uns dann aus seinen Ergebnissen berichten mit einem Schwerpunkt auf Fragen der Pestizid, Pflanzenschutzmitteleinsatzes und der Pflanzenschutzmittelreduktion, der Pflanzenschutzmittelpolitik und auch am zumindest Streifen dabei unser Thema der Betriebsgröße, uns da so ein bisschen durchzieht, wird so ein bisschen an der Grenze zwischen beiden Themen angesiedelt sein. Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen wieder mit dabei sind in der nächsten Woche. Gleiche Zeit, gleicher Link. Ganz herzlichen Dank für die Teilnahme heute. Machen Sie es gut. Einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Vielen Dank, Alfons. Gerne, hat Spaß gemacht.